Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gucken uns wieder die Gacha-Einnahmen an aus dem Juli, denn ihr findet die Videos immer ganz cool und eure Bewertung zeigt, dass ihr weiterhin Bock auf diese Videos habt und deswegen gucken wir uns diese diesmal wieder an. Wieder eine kurze Info vorab, die ganzen Einnahmen sind reine Mobile-Einnahmen, also alles, was am PC oder an der PlayStation erworben wird, ist hier nicht mitgezählt, sondern wirklich nur die reinen Handy-Einnahmen. Das sorgt natürlich dafür, dass nicht zu 100% das Ranking hier stimmen würde. Wenn alles mit eingezählt wird, dann wird das möglicherweise anders aussehen. Und ja, es gibt nun mal Games, die sind nur auf Mobile spielbar. Aber es gibt auch Games, die kann man natürlich auf Konsole oder PC zocken. Trotzdem finde ich es immer ziemlich interessant zu sehen, wie denn eure Gacha-Games so laufen oder auch meine, die ich so zocke. Und die meisten sind nun mal reine Mobile Games, aber gerade die größeren haben ja natürlich auch einen PC-Client oder halt eine PlayStation-Version. Wir gucken uns wie immer die Top 10 genauer an, aber auch hier können wir mal ganz kurz drüber schauen. Wir sehen, AFK Journey droppt weiter. Von Monat zu Monat zu Monat wird es immer weniger. Als das Game rauskam, hat es ultra viel Hype gehabt, beziehungsweise haben sehr viele Creator Werbung dafür gemacht. Das hat natürlich jetzt nachgelassen. Trotzdem noch bei soliden 5 Millionen US-Dollar. Dann sehen wir noch Seven Deadly Sins Grand Cross. Ist ein Game, welches ich mal gezockt habe zum Release. Ist hier auch ein bisschen gedroppt. Summoner's War ist ein Game, was sich schon so viele Jahre hält. Mit stabilen 6 Millionen. Ziemlich interessant. Snowbreak ist ein bisschen gestiegen. Die haben 6,9 Millionen. Was ein Zufall. Nice. Also 69. Und die gehen ja voll auf Fanservice, wenn man das so sieht. Solo Leveling Arise ist auch weiterhin gedroppt. Da war ja der erste Monat vom Release ziemlich spannend und seitdem geht es natürlich abwärts. Die Frage ist, wie weit geht es noch abwärts oder wird sich das Game auf irgendeinem bestimmten Level halten können? Und auf Platz 11 haben wir Nike, was auch wieder einen kleinen Pump bekommen hat mit 16 Millionen. Bevor wir uns jetzt die Top 10 angucken, wie immer soll ich gesagt, das Ganze dient nur zur Unterhaltung. Ich will hier einfach nur ein cooles, lustiges Video machen und euch die Informationen quasi teilen. Hier geht es nicht darum, irgendwie zu sagen, ey, ne, das Game läuft besser und das andere Game ist scheiße, sondern es sind einfach nur quasi Informationen, die ich mit euch teilen möchte. Und wir gucken uns mal die Top 10 an und auf Platz 10 haben wir Dragon Ball Legends, was sich eigentlich ziemlich gut gehalten hat. Die ganzen Dragon Ball Games halten sich alle ziemlich gut. Ich habe Dragon Ball in meiner Kindheit so viel geschaut, aber die ganzen neuen Sachen, da bin ich komplett raus, ne, sag ich euch, wie es ist. Nicht, dass es mich nicht interessieren würde. Aber ja, gar nicht so wirklich mitbekommen. Wir gehen direkt weiter auf Platz 9 und da haben wir Monster Strike und das ist Japan only und das ist auf 22 Millionen gestiegen. Monster Strike nach wie vor nichts von gehört, aber es hält sich weit oben. Gar nicht mal so schlecht, ne? Ich frage mich, was das für ein Game ist und ob das irgendwann mal auch global erscheint oder ob man dann was davon mitkriegt. Ziemlich interessant. Wir machen direkt weiter mit Platz Nummer 8 und das ist Naruto Mobile. Und da war ich beim letzten Mal, oder die letzten Male schon immer verwundert, weil das ist auch ein Spiel, welches nur in China, beziehungsweise die Zahlen sind hier nur aus China. Und die sind über 20 Millionen. Naruto, ein sehr beliebter Anime. Auch hier frage ich mich, ob es da irgendwann eine globale Version geben wird oder ob es weiterhin nur in China ein Game bleibt. Wir machen weiter mit 10, 9, 8. Auf Platz 7 haben wir Fate Grand Order. Ja, was fast verdoppeln konnte. Auf 27,3 Millionen. Auch wieder ein Titel, den ich oft gelesen habe, aber überhaupt kein Gameplay dazu. Nie gezockt. Würde mich mal interessieren, ob jemand von euch diese Games hier zockt, die jetzt hier auf Platz 10, 9, 8 oder 7 waren. Gibt ja immer Möglichkeiten, auch wenn es nicht in unserer Region ist. Deswegen schreibt es mal gerne in die Kommentare. Auf Platz 6 haben wir Wuthering Waves. Und letzter Monat war ziemlich gut für Wuthering Waves. 29,5 Millionen ist aber ebenfalls ziemlich strong. Man kann bei Wuthering Waves auch bedenken, dass viele, aber natürlich auch in den anderen Games hier vielleicht über PC mehr aufladen, aber 29,5 finde ich trotzdem mega stark. Das war auf jeden Fall der Chang-Li-Banner, den wir hatten, welcher auch gut was eingenommen hat. 29,5 Millionen ist auf jeden Fall stabil. Die Frage ist nur, kann auch Wuthering Waves das wieder halten oder wird es noch ein bisschen weiter nach unten gehen? Man hat auf jeden Fall gemerkt bei WuWa, das habe ich zumindest auf meinem YouTube-Kanal gemerkt, im deutschsprachigen Raum, ja, ich weiß, deutschsprachiger Raum ist im Vergleich im englischsprachigen Raum sehr klein, aber es gab einen riesen Hype. Der hat ein bisschen nachgelassen, das ist aber auch normal nach einem Release, ne? Und jetzt gibt es natürlich viele, die warten auf Nathlan und auf den Genshin Release und Wuthering Waves haben sie vielleicht erstmal beiseite gelegt. Oder man ist einfach schon durch. Ne? Das Echo-Leveln hat am Anfang richtig Spaß gemacht und auch die Echos verbessern.
Genau wie viele andere Sachen mit dem Erkunden und die ganzen neuen Dinge, sage ich mal, ne? Das ganze Ökosystem war ja überwiegend neu und auch das Kampfsystem. Jetzt hat man natürlich seine Datenbank auf Level 21. Man hat viele Echos, man hat keine Echo XP. Man macht die Events, macht vielleicht den Tower und die Hologramme. Irgendwann hat man aber auch davon dann genug, sage ich mal, ne? Und dann wartet man halt so ein bisschen auf neuen Content. Ist halt die Frage, wie viele Spieler Withering Waves halten kann und wie sich das Game weiterentwickelt. 30 Millionen ist, finde ich, aber trotzdem mega stark und das jetzt nur die Mobile-Einnahmen. Deswegen sieht es um Kuru Games und Withering Waves mehr als gut aus. Wenn sie das so in dem Rahmen ungefähr halten können, ist das auf jeden Fall mehr als strong. Also Wu war auf dem 6. Platz. Wir gucken mal, was auf Platz 5 ist. Und hier haben wir Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und das ist von 9 Millionen auf 32 Millionen gestiegen. Und ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, 12 Plätze hoch, das ist stark. Immer wenn bei Dragon Ball Z ein Son Goku 7X Plus kommt mit, was weiß ich was, blauen Haaren, löst das vielleicht irgendeinen Hype aus. Ich weiß nicht, ob das Game PvP hat oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es da so viele unterschiedliche Vegetas, Son Gokus und so weiter und so fort. Und bestimmte Charaktere werden halt richtig krass erwartet und das sieht man dann an solchen Zahlen, ne? Deswegen 32 Millionen, richtig strong. Und damit gucken wir uns die Top 4 an und es fehlt immer noch Genshin Impact. Es fehlt Honkai Star Rail. Und Zenless Zone Zero hatte ihr seinen ersten Monat. Und ich weiß natürlich schon, wie es aussieht, aber ich war trotzdem sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Und wir gucken mal auf Platz 4 und da haben wir Honkai Star Rail, die massiv runtergegangen sind. 95 Millionen war ja der Firefly-Monat, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt mit 35,5 Millionen, das war der Jade-Release. Und Jade war ein Charakter, den ich gepult habe. Ich musste nichts aufladen, ich habe sie so bekommen. Man kriegt ja echt einiges am Puls zugeschmissen. Und ja, Jade also ein bisschen oder deutlich schwächer als Firefly. Aber Firefly war nun mal auch ein krasser Charakter, auf den viele gewartet haben. Ne? Ist einfach so. Bin mal gespannt, wie die nächsten Monate werden. Jetzt kriegen wir ja noch Zhao Chu und wir kriegen Fei Zhao. Wobei Fei Zhao wahrscheinlich auch wieder nicht im Augustmonat sein wird, sondern halt danach, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie Honkai Star Rail sich dann halten wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, sobald spätestens, also aller spätestens in 3.0 werden wir wieder 100 Millionen erreichen können, denn ja, möglicherweise auch schon davor. Kommt immer darauf an, ne, was für Charaktere so rauskommen, aber trotzdem krass und massiv gedroppt. So, wir gucken weiter, die Top 3. Und auf Platz 3 haben wir Genshin Impact, welche auch sich halbiert haben. Genshin Impact waren jetzt, glaube ich, nur Reruns. Ne? Emily kam jetzt, oder kommt jetzt erst raus? Oh, korrigiert mich da, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es da, glaube ich, schon einen Trailer. Ich weiß nicht, ob Emily schon im Juli mit erschienen ist oder nicht. Auf jeden Fall, oder war es Citrin im Juli? Ich glaube, es war Citrin im Juli, ne? Ich weiß es nicht. Korrigiert mich da gerne. Auf jeden Fall, hier, ich sag's euch, wie es ist. Spätestens 5.0 wird die Leiter hier auch bei Genshin wieder weiter nach oben gehen. Also 36 Millionen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man hat vor Monaten gesehen, dass Genshin und Honkai Star Rail konstant bei über 50 Millionen waren. Teilweise 100 Millionen erreicht haben. Wenn nicht sogar mehr. Und deswegen sind das für die beiden Games im Vergleich, weil hat ja eine größere History als zum Beispiel bei WoW, hat man auf jeden Fall den Vergleichen, das sind definitiv schwächere Monate. Möglicherweise liegt es auch daran, keine Ahnung, man merkt es überall, Sommerloch. Bei mir auf der Arbeit merke ich das Sommerloch. Man merkt teilweise auch, dass auf YouTube, wenn man streamt, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Vielleicht liegt es auch an mir, I don't know. Auf jeden Fall betrifft sich das hier vielleicht oder vielleicht bezieht sich das auch so ein bisschen auf die Games. So, damit haben wir Genshin auf 3 und auf Platz 2 und 1. Was könnten wir da erwarten? Ist es Zenless Zone Zero, was auf Platz 2 ist? Und wir gucken, es ist Love in Deep Space. Was eine Überraschung. Love in Deep Space, die letzten Male gesagt, irgendein Husbando-Game. Ja, meine Moderatorin oder meine Moderatorinnen zocken Love in Deep Space. Und da war ein Charakter raus, der Silos hieß, welcher heiß ersehnt war. Und dieser Charakter war mega gehypt und man sieht es. Also es gibt auch Husbandos, die gut Kohle generieren können. Man sagt ja immer in Genshin, man sagt in WoW, man sagt in anderen Games, ja, natürlich bringen sie mehr Waifus raus, die machen ja auch mehr Kohle. Naja, ist nicht unbedingt der Fall. Die weibliche, oder das heißt ja nicht nur, dass Männer Waifus mögen und weibliche Menschen oder ne, Damen mehr auf Husbando stehen.
Aber so wird es halt im Groben ja oft gesagt, ne? Ich finde auch männliche spielbare Charaktere cool, aber nicht, wenn sie aussehen wie, wenn man sie aus dem Kindergarten abholt, ja? Versteh mich nicht falsch, sondern ich will halt auch mal bosshafte Männer haben, die cool aussehen und nicht so ein Venti, so als Beispiel. Venti ist halt überhaupt nicht mein Geschmack. Ich weiß, viele mögen ihn, alles fein, aber für mich fehlt da manchmal so ein bisschen Männlichkeit, ne? Deswegen, oder so Coolness, sagen wir es mal so. Und bei Love in Deep Space, nur Husbandos, nur Männer, ist ein reines Mobile-Game und man sieht, es kann auf jeden Fall gut laufen. Also ich weiß nicht genau, wie viele Spieler dieses Spiel hat, aber 42 Millionen ist schon eine Hausnummer. Deswegen auf Platz 2 Love in Deep Space diesen Monat, das ist ziemlich crazy. Und haben wir jetzt auf Platz 1 Zenithon Zero oder ist es total nach unten gefloppt? Vielleicht ist es ja auch Hello Kitty, was uns erwartet. Oder vielleicht ist auf Platz 1 irgendein, anderes Game. Irgendwas mit Insekten. Man weiß ja nie. Und wir gucken mal, auf Platz 1 haben wir natürlich Zenithon Zero. Und 96 Millionen im ersten Monat Mobile-Einnahmen. Das Game ist auch auf PlayStation und auf PC veröffentlicht worden. Ich bin komplett Free-to-Play reingegangen. Ich werde auch komplett Free-to-Play bleiben. Auch wenn es mir ein bisschen schwerfallen könnte, weil die Patch 1.1 Charaktere cool aussehen, Patch 1.0 Charaktere cool aussahen. Deswegen, ja, ist nicht, auf jeden Fall nicht mein Geld, sagen wir es mal so. 96 Millionen ist auf jeden Fall stabil. Die Frage ist natürlich schon, oder immer, ne, erster Monat, klar, der ist immer ziemlich gigantisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie krass wird es im nächsten Monat droppen? Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ja, ich bin Zenithon Zero Content Creator und ja, ich persönlich habe Spaß an dem Game, man merkt so international, dass jetzt Zenithon Zero nicht so einen Hype ausgelöst hatte wie Genshin oder Honkai Star Rail damals, ne? Sondern Zenithon Zero da irgendwie ein bisschen ruhiger zugange ist. Auch da könnte es natürlich wieder sein, ja, Sommerloch, deswegen sieht man das so ein bisschen, dass viele englischsprachige Creator auch da nicht so viele Videos machen, wie es in den anderen Games der Fall war. Oder es ist vielleicht auch ein bisschen so die Gacha-Stimmung, dass man da ein bisschen die Lust verloren hat, weil es ja irgendwo immer das Gleiche ist, ne? Man levelt seine Charaktere, spielt eine Story und macht den Endgame-Content und man vielleicht so einen kleinen Gacha-Burnout hat, ich weiß es nicht. Oder, was ja auch viele in den Kommentaren von euch geschrieben haben, Bro, ich habe genug Games, ich habe keine Zeit für noch ein viertes, fünftes Gacha-Game oder ein drittes, ne? Und deswegen Zenithon Zero weniger. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich werde Zenithon Zero erstmal weiter zocken und auch weiter Content dazu bringen. Ne, mein Free-to-Play-Projekt, was ich da gemacht habe, ist auf jeden Fall weiterhin in Planung. Und wenn ich irgendwann merke, okay, die Interesse ist so gering, dass viele von euch da gar keinen Bock drauf haben und ich da aber trotzdem sehr viel Zeit und Energie investiere, dann werde ich auch vielleicht irgendwann Zenithon Zero noch mehr casual spielen, vielleicht nur für mich und das auf YouTube komplett nachlassen. Aktuell cover ich ja 3 Games ziemlich aktiv. Wuthering Waves, Honkai Star Rail und Zenithon Zero. Und wir gucken einfach mal, wie sich das weiterentwickelt und was auch mir persönlich weiterhin Spaß macht. Die 3 Games, die ich aktuell spiele, machen mir auf jeden Fall Spaß. Und ich gucke einfach mal, wie sich das so bei euch entwickelt. Das ist auf jeden Fall die Liste. Ist das jetzt überraschend, dass Zenithon Zero auf 1 ist? Ich finde jetzt erstmal nicht, dadurch, dass auch die anderen so ein bisschen schwächer abgeschnitten haben, die man vielleicht weiter höher erwarten könnte, ist schon ziemlich interessant zu sehen auf jeden Fall, wie das Ganze hier so aussieht. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Liste haltet. Ist euer Gacha-Game oben mit dabei? Ich verlinke euch auch gerne mal die Liste hier, die ihr hier seht, in der Beschreibung, sodass ihr euch selber mal angucken könnt, wo denn euer Gacha-Game ist oder wo ihr eure Games findet, weil einige spielen ja auch Games, die vielleicht jetzt nicht unter den Top 10 oder 20 sind. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.